herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge Grim Legend, der Flug der Braut. Wir sind jetzt gerade abgestürzt und versuchen uns jetzt hier ein bisschen weiter zu manövrieren, sage ich mal. Gucken mal, was ich hier noch so finde. Also hier haben wir ja schon einen Steinteil. Ich glaube, hier ist nichts mehr, was wir gebrauchen können. Das Steinteil müssen wir ja irgendwo wieder einsetzen. Hier haben wir noch was. Ah, guck mal, und schon haben wir das Steinteil gefunden. Das muss erst noch sauber gemacht werden. Oder würde ich ehrlich sagen, gehen wir mal zum Wasser und machen das mal sauber. Husch, husch. Sauberes Steinteil. So, jetzt kann ich das bestimmt da einsetzen. Was? Okay. Hier geht's Treppe hoch. Oha. That was incredible. But I think something broke in the mechanism. Was haben wir hier? Sicheln das. Kann ich hier irgendwas tun? Nö. Jo, braves Kätzchen. Ich nenne dich jetzt einfach mal Mountie. Einfach Mountie. Jo, hier wieder raus. Können wir hier irgendwas machen? Nö. Aber wir können wahrscheinlich hier hoch. Nö. Aber die Katze kann hier hoch. Auch nicht. Das ist aber jetzt doof. Ne, da kommt ein Weiche schon. Das klemmt. Kann ich das hier benutzen? Nö. Okay, ich muss irgendwas mit der Statue tun. Nö. Schönes Gesicht hat sie. Ah. Hallo? This place is full of surprises. Also. Okay. Oh ja. Wähle diese Schaltfläche, um unseren tiefen Domino zu spielen. Okay. Bilde mit den Dominosteinen einen Pfad und erreiche so alle Wappen. Fortfahren. Okay, ich muss auf alle Wappen kommen. Ja, der passt hier. Ich habe keinen Mond. Kein Mond. Keinen Mond. Ah, okay, ich kann nur durchwechseln. Ah, okay, hier muss ich jetzt erstmal noch die Teile suchen. Hier ist es, dass wir gleich mehrere Sachen auf einmal, wo man machen kann. Das ist so witzig. Da ist eins. Da hinten ist eins. Was brauche ich noch? Ah, zum Glück grauen die sich aus. Da sehe ich das besser. Das doch brauchen wir noch. Die zwei Klammern. Blauer Stein. Blue One. The Blue One. Der wird schon da deutlich noch. Wir brauchen noch eine Platte. Die ist hier drin. Zweimal Bogen. Einmal. Noch einen. Ne, da ist er nicht. Da ist er auch nicht. Da ist er doch. Das war das zweite. Jetzt brauche ich noch das da. Da oben. Da oben. So. Ah, okay. Ich weiß, wo das hin muss. Das muss da rein. Zack. Okay, die Statue wird mir jetzt Angst machen. Aber so richtig Angst. Seit Urzeiten betrachtet der Mensch den Mond und wissen, dass er das Schicksal der Welt lenkt. Seine mystische Kraft beeinflusst den Wald und seine Tiere. Das Leben der Menschen sorgt Ebbe und Flut und nicht zuletzt geheimnisvolle Mächte, spirituelle Magie. Das ist ja toll. Gut, das heißt, nehmen wir sie zurück. Ich will nämlich... Ach, ich darf das entweder das Domino-Spiel machen oder das. Okay.
Kann ich die nicht wegnehmen? Mist. Hier darf ich nicht fragen. Muss ich hier? Kann ich hier? Nö. Nö, 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 nö. Da ist nichts möglich. Da hat das Buch habe ich ja schon gelesen. Da wird jetzt klar. Ich habe es gelesen. Ihr ja nicht. Einmal zurück. Ich hab doch. Oh, hier können wir noch irgendwas machen. Ach, guck mal, hier liegt eine Fee. Ah, so. Wenn wir Feen finden, bringt gibt es so Bonuspunkte. Okay. Ja, hier war er doch schon. An diesem Ring. Ja. Klar. Hier was dranflechte, aber wenn ich nichts habe zum dranflechte, kann ich schlecht was tun. Hier oben kann ich mir das. Die Rosen, furchtbar viele Dornen. Ja, das wäre eigentlich schon gesagt, machst du mit der Sichel weg, aber nö, es wäre zu einfach. Der Wasserfall macht ein ganz schönes Geräusch. Der Mechanismus der Treppe steuert muss kaputt sein. Holen wir uns mal einen Tipp, mal gucken, was er sagt. Sichel? Da? Ach, ich muss die Sichel schärfen, oder was? Oh. Ja, da hätte ich ja mal vorher drauf hören können. Ja, ist ja gut. Klar, mit stumpfen Graben kann ich schlecht was tun. Zack. Und nach oben. Karte? Karte? Oh, Futter? Ja, da geh mal holen. Auf, auf. Und weg sind sie. Jo, also brav, Mann. Und dann nehmen wir das gleich. So, haben wir hier nur noch was? Das ist das Spiel. Setzen wir das da rein. Ohne ein Gewicht wird der Mechanismus sich nicht funktionieren. Okay. Also brauchen wir noch ein Gewicht. Dann kommen wir wieder raus. Was haben wir hier? Das ist ja das gleiche. Ah, okay. Das ist kaputt. Bräuchte mal Seil oder sowas. Wenn ich hier drauf bin, komme ich wieder zum Mechanismus. Das ist doof. Hier ist nichts mehr. Hier komme ich zurück. Was haben wir hier? Ich verpasse den Weg. Machen wir einfach kaputt. Zack. Was haben wir jetzt? Diese Ranken wirken kräftig. Die benutzen wir doch als Seil dann. Jo. Einmal Ranken. Jetzt können wir wahrscheinlich hier das. Na, komm her. Nö. Können wir das so benutzen? Nein. Naja, hier können wir jetzt erstmal nichts tun. Dann gehen wir mal zurück. Wir müssen ja ein Seil dann flechten. Und das macht man meistens damit. Okay, ich würde das nicht hinbekommen. Ich weiß, dass man es flechten kann. So. Ein kleines Seil. Wieder hoch. Und nein, falsch, wir wollen nicht den Hammer, wir wollen das. So, wähle ein Rad aus und verbinde es durch einen Pfad. Ah, okay. Das Spiel kennen wir schon, das war lustig. Einmal. So, das muss mit dem zusammen, das mit dem anderen, der Wolf, mit dem da oben. Okay, der Wolf hat bloß diese Möglichkeit, soweit ich das sehe. Der muss hier runter. Okay, der kann so. Stopp. Stopp, 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 stopp. Der kann nicht so runter.
Der hat die einzige Möglichkeit. Stopp. Der hat nur diese Möglichkeit. Öl. Genau. Der hier runter. Mach einfach das, was ich dir sage. So. Hm. Ich das? Hier genau geht nicht. Das da runter. Das so hoch und rüber. Das hier außen rum und runter. Sag ich doch. Okay, hier nehmen wir mal den schnellsten Weg. Der muss. So. Hier können wir auch den schnellsten Weg nehmen. Das funktioniert so nett. Das ist richtig. Der muss dahin. Das heißt praktisch, ich könnte hier. Nein, da würde ich das einbauen. Also muss der so rum. Der muss da rüber. Aber ich krieg den mit dem nicht zusammen. Also nicht so. Ich könnte den aber so rumbringen. Dann kriege ich den da rum und hätte es auch an. Ja, ja. Und? Funktioniermechanismus. Yes! Wir haben eine Treppe nach draußen. So, dann gehen wir mal hoch. Was los, Kitty? Hey, where are you going? Ja, genau, wo ist hier? Bleib hier! Oh, jetzt werde ich doch weg. Oh, falsche Richtung. Bär, nein, zurück. Was haben wir hier? Steinchen, okay. Preise, Sieb, okay, das ist viel Honig, wenn ich mich nicht täusche. Was haben wir hier noch? Alle mal an, Datsche. Stop, don't, bad cat, bad. Ja, da möchte ich nicht drin sein, die Dinger sind nämlich sau eklig. Haben wir hier? Ja, ah, okay, das ist der erste, wo man reinsetzen kann, oder? Nö. Hm. Mein Kätzchen scheint sich hier zu an. Okay. Was haben wir hier? Oha. Oh, das nehmen wir natürlich gerne mit. Das brauchen wir. Okay, wir brauchen noch eins. Oh oh. Ich wollte nicht rumschnüffeln, also. Hey, hey, geh weg! Creeper aus! How dare you break into my house? What? You're lost. A bear kidnapped your sister. Yes. Calm down, dear. Oh, it's a memo. Let me see if I can help you. Bist du gleich? There might be a way. You'll need to make a special powder. Okay. It will reveal the bear's trail, even lead you to its lair, if you so choose. Some of the ingredients you will find in my hut, and the rest outside. Okay. I have to go into the forest. I have a problem to take care of. Ah, jetzt ja. Jetzt kriegen wir Pulver. Everything you'll need to know is written in this book. Ja. Our little kitty looks cold. Please, set the fire. Ah, jetzt ja. Ein Esel. Noch ein Feuer machen. Aha. Okay, dann gucken wir mal, was wir auf dem Tisch hier haben. Erstmal haben wir das zweite Auge, was wir brauchen. So, Bärenklau, Bärenkorn, Bärenmohn. Oha. Oha, oha, oha. Okay. Haben wir noch irgendwas, was wir hier mitnehmen können? Nö.
Aber wir könnten die hier da benutzen. Streichhölzer. Eine Art Blasebalg. Ein Buch, wo wir nicht öffnen können, noch nicht. So wird wahrscheinlich das Bärlauch drin sein, was wir brauchen. Streichhölzer. Logisch. That's better. Was ist das? Der Blasebalg? Nö, brauchen wir nicht. Okay, das haben wir ja schon durchsucht. Was haben wir hier? Können wir nicht so öffnen. Okay, eine. Das war das, was wir gebraucht haben noch. Jetzt brauche ich noch einen für die andere Seite. Level. Okay, Koch da rein. Blasebalg. Blasebalg. Was brauchen wir noch? Jetzt müssen wir Feuer darin machen? Nö, das, so geht das nicht. Kann ich mit dem auch nicht. Leider nein! Ja. Unbewusst was gefunden, ist immer toll. So, aber wir müssen doch hier noch was tun. Feuer muss da rein für das. Okay. Wie kriege ich jetzt da Feuer? Kann ich mit dem? Nö, kann ich nicht. Dann gehen wir nochmal raus. Oh, wir können hier Wimmelbildspiel machen. Okay, wir müssen Sachen suchen. Eichhörnchen. So, ist was drin, was wir noch brauchen. Hey, bleib schon da. Ja, okay. Hier brauche ich was anderes. Was haben wir hier drin? Okay, hier brauche ich so eine Art Ding. Ich brauche den Schlüssel, Walnuss, Kaffeemaschine, Nusskörnerkopf und geknackte Nüsse. Also hier ist schon mal die Nuss, wo ich knacken muss. So, kann ich hier das Ding angreifen? Wahrscheinlich eher nett. Hier, nö. Hier habe ich ein Messer. Das will ich rausholen, weil das brauche ich wahrscheinlich für das. Ich habe eine Walnuss. Kann ich die Walnuss dem Eichhörnchen geben? Leider nicht. Was ist das? Kann ich die Walnuss da reinsetzen? Jo. Ein Messer. Das Messer ist hier. Das brauche ich nur für den Schlüssel. Der Schlüssel hat es. Heidenei! Ich könnte eine Nuss auch wieder, aber das bringt dir nicht viel. Wenn ich das anklicke, komme ich wieder zum Einstellen. Wenn ich das so nehme, haut es wieder ab. Hier ist ein Dreieck. Das ist bestimmt der Hinweis, wie das da. Finde und verwende Objekte. Okay. Geknackte Nuss. Kann ich jetzt so nicht knacken. Hab ja nichts. Kaffeemühle ist hier, kann ich aber nicht fertig machen. Nussknackerkopf. Okay. Ja, und der Nussknackerkopf kommt da rein. Jetzt haben wir die geknackte Nuss. Jetzt können wir das ans Eichhörnchen geben. Das gibt uns den Schlüssel. Mit dem Schlüssel können wir dann hier das öffnen. Kriegen wir das Messer dann. Mit dem Messer können wir dann hier oben das abschneiden. Nein! Die Libelle brauchen wir hier für die Kaste. Den brauchen wir für hier oben. Macht keinen Blödsinn. Die Schublade für die Kaffeemühle. So, was ist das? Das ist eine Drahtschere. Die Drahtschere brauchen wir für hier. Schnipp, schnipp. Deckel auf, Greifzange geholt. Die Greifzange brauchen wir dann für hier. Und die, das Teil für die Kaffeemühle rausholen, also für die Kurbel. Die Kurbel kommt dann da drauf. So, jetzt brauchen wir noch eine Flügelmutter. Die Flügelmutter ist hier.
Hey, warum bist du rausgegangen? Blödes Ding. Und wir haben die Kaffeemühle. Tada! So. Was haben wir noch? Haben wir noch hier was zu gucken? Nein, 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 nein. Dann gehen wir mal raus. Also was brauchen wir noch alles? Das da haben wir abgehakt. Das da müssen wir noch holen. Das heißt, wir müssen noch raus in den Wald. Aber bevor wir das machen, bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich bei dem Spiel. Schreibt mir gerne was unten in die Kommentare rein. Teilen nicht vergessen, abonnieren. In diesem Sinne, tschüss!